Am Wort ist Philipp Kucher, SPÖ. Geschätzte Regierungsmitglieder, meine geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich hätte jetzt gern sozusagen meine Rede begonnen, auch mit einem positiven Rückblick auf die Technologiepolitik in Österreich, auf die Innovationspolitik, die das BMFIT in der Vergangenheit, glaube ich, auch maßgeblich geprägt hat, wo wir auch ausführlich diskutieren könnten, die vielen, vielen erfolgreichen einzelnen Maßnahmen, die dazu geführt haben, dass wir in Österreich gerade in diesem zentralen Zukunftsfeld Forschung, Technologie und Innovation in den letzten Jahren deutlich aufgeholt haben. Ich möchte mal kurz jetzt auch eingehen auf die Rede von der Frau Belakovic-Jenewein. Sie haben jetzt hier sehr ausführlich auch diskutiert, was alles in der Bundesregierung funktioniert, was nicht funktioniert. Sie haben den Bereich der Technologiepolitik angesprochen, Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, Gesundheitspolitik. Für all diese Bereiche haben Sie ganz tolle Ratschläge gehabt, haben gesagt, was alles nicht funktioniert. Sie haben von Regierungsverantwortung gesprochen. Ich tue mir etwas schwer, das jetzt wirklich anzunehmen, weil hätten Sie diese Weisheit schon vor einigen Jahren gehabt, hätten Sie das Ihren Kärntner Kollegen ausgerichtet, Ihrem jetzigen Bundesratskollegen Gerhard Dörfler, der damit verantwortlich ist dafür, dass Kärnten jetzt heute milliardenschwere Haftungen wie ein Damoklesschwert noch immer über sich schwemmen hat, dass Kärnten nicht weiß, wie es weitergeht, dass Kärnten nahe in der Insolvenz ist. Da ist es wirklich zynisch, wenn Sie hier wirklich gute Ratschläge geben, diese Ratschläge in der Vergangenheit aber auch ausgeblieben sind. Das ist ganz spannend, dass Gernot Dahmann sich zu Wort meldet und jetzt heute über die Verstaatlichung diskutiert und darüber sich beklagt. Du hast im Kärntner Landtag die Verstaatlichung als Rettungspaket gezeichnet. Die FPÖ in Kärnten war ganz, ganz stolz, was da alles passiert ist. Das heißt, die Freiheitlichen haben jahrelang in Kärnten weggesehen. Aber sagst du das alles? Das ist so zynisch jetzt, dass es milliardenschwere Haftungen geht. Dass da die Spekulanten die Wahrheit, das ist kein Problem. Da meldet man sich nicht zu Wort. Aber dann einsparen im Bereich des Sozialen, der Pensionen, der Gesundheit. Da gibt es dann die Vorschläge. Die Ärmsten sollen dann dafür zahlen, für die Milliarden, die bei der Hypo versenkt worden sind. Wir alle sind jetzt mit diesen Aufräumarbeiten beschäftigt. Ich würde mir einfach erwarten, dass er einfach mal Entschuldigung sagt und dann nicht oberlehrerhaft in Wahrheit dann der Bundesregierung gute Ratschläge gibt. Herr Kollege, ich glaube, sozusagen diejenigen, die nicht dabei waren, können das auch in den Zeitungen nachlesen. Es war der ehemalige Kärntner Landeshauptmann Gerhard Dörfler, der ganz offen gesagt hat auf die Frage, was hast du eigentlich 20 Tage vor der Notverstaatlichung getan, wo du dann hingefahren bist, hat er gesagt, ja eigentlich so gut wie gar nichts. Man hätte sich vorbereiten können, das wäre super gewesen, wenn Kärnten auch eine Strategie gehabt hätte. Er ist nicht auf die Idee gekommen, dass man irgendwas tun könnte. Also eine gewisse Verantwortung kommt auch der Politik zu. Ich bitte nur sozusagen, dass gerade die Freiheitliche Partei nicht oberlehrerhaft dann ganz offen jetzt hier Schulnoten verteilt und dann Forderungen in den Raum stellt, dass wir wirklich bei den sozial Schwächsten einsparen sollen. Ja. Ein ganz zentraler Bereich, den wir in Österreich, um zur Forschungs- und Technologiepolitik zu kommen, auf die Schiene gebracht haben, ist gerade dieser Zukunftsbereich der Breitbandförderung, des Breitbandausbaus. Diese Breitbandmilliarde wird dafür sorgen, dass es auch eine Chancengerechtigkeit zwischen Stadt und Land gibt. Das sind ganz wichtige Weichenstellungen für die Zukunft. Diese Bereiche, die in von der Vergangenheit eingeschlagen wurden, ich hoffe, dass die in dieser Form auch weiter fortgeführt wurden. Industrie 4.0 ist ein riesengroßes Thema, das wir hier auch im Hohen Haus, im Parlament und auch im Forschungsausschuss intensiv miteinander diskutieren, wo es auch Arbeitsgruppen gibt, gemeinsam mit Expertinnen und Experten von außen. Ich glaube, dass wir in Österreich gerade in diesem Bereich auf einem sehr guten Weg sind und wünsche uns allen in diesem Bereich spannende Diskussionen. Das eine sind leider die Aufräumarbeiten der Vergangenheit, gerade das sind wirklich Zukunftsbereiche und da gilt es gemeinsam alle Kraft auch für die Zukunft zu investieren. Argumentiert Philipp Kucher von der SPÖ.